Haben Sie schon mal in einem Restaurant etwas bestellt und Folgendes erlebt? Nach etwa einer halben Stunde benebelt Sie ein verführerischer Essensduft. Leider kommt der Duft vom Nachbartisch. Ist das nicht lecker, Schatz? Sagt die Frau zu ihrem Mann und lächelt ihn an. Dabei hatte dieses Ehepaar gerade mal 2 Minuten vor ihnen bestellt. Und 20 Minuten später ist die angeregte Unterhaltung einer Achtergruppe 2 Tische weiter verstummt. Obwohl nach ihnen gekommen, genießen auch sie schon ihr Essen. Und sie? Nach weiteren 15 Minuten, ja, was haben sie denn da gemacht? Also, ich bin zum Kellner gegangen und habe... Herzlich willkommen zu Glauben einfach. Heute mit dem Thema... Beten, bestellen an das Universum. Wird heute ein schwerer Tag für Sie, ja? Na, dann überstehen Sie den Tag mal gut. Entschuldigung, können Sie die bitte einlegen? Woher haben Sie die CD? Sie hat sie mir gegeben. Die sollte eine berühmte Musikerin sein und Sie können sie berühmt machen. Ich weiß, dass du wütend bist und du hast auch einen Grund dazu, aber nichts im Leben geschieht zufällig. Es hat alles auch seine guten Seiten. Oh, ich wurde gefeuert. Das heißt, die ganze Zweigstelle ist heute dicht gemacht worden. Es tut mir leid, dass Sie Ihre Stelle verloren haben. Was? Das ist doch wirklich nicht Ihr Problem, oder? Ich möchte Sie deshalb aber zum Essen einladen, weil ich gern etwas mit Ihnen besprechen will. Mann, du willst dem Ruf der Europäer wirklich gerecht werden, hm? Denkst du denn nicht, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht? Nein, manche Dinge sind einfach nur dumm gelaufen. Ich kenne ein paar Leute aus London, die im Musikgeschäft sind. Und ich will in dich investieren, aber zuerst noch ein paar deiner Songs hören. Wieso sollte ich dir vertrauen? Ich weiß doch überhaupt nichts über dich, außer dass du allem Anschein nach ziemlich eingebildet bist. Ich weiß, dass ich es nicht geschafft habe, zwischen den Welten zu stehen und den Job und meine Musik in Einklang zu kriegen. Womöglich ist es ja besser für deine Musik. Vielleicht geschieht das ja alles aus einem bestimmten Grund. Einmal pikantes Lammfleisch für die Dame. Und das Roastbeef für Sie. Darf ich Ihnen sonst noch was bringen? Ja, ich hätte gern noch einen Vespa Martini. Okay, möchten Sie auch noch was? Für mich nicht, vielen Dank. Alles klar. Ich dachte, alle guten Dinge sind 3. Gilt das nicht für Martini? Ja, das kann schon sein, nur ich denke, das gilt nicht für gute christliche Kinder. Außerdem bin ich ein Leichtgewicht. Soll das ein Witz sein? Was? Das gute christliche Kind? Wieso sollte das denn ein Witz sein? Weil du in der Kirche vorhin so wütend warst. So wie du mit deinem Vater gesprochen hast, dachte ich nicht, dass du seinen Glauben teilst. Oh. Ja, ich bin wütend. Und vieles verstehe ich auch einfach nicht. Und mein Dad geht mir manchmal ganz schön auf die Nerven, aber naja, trotzdem glaube ich daran, dass Gott uns im Leben führt. Und auf uns aufpasst. Bien, c'est un truc d'ouf, hein? Bon appétit. Ja, den wünsche ich dir auch. Amen. Oh Gott. Vielleicht haben Sie es ja auch schon gesehen. Leute im Park, die so eigenartige Körperhaltungen einnehmen. Aha, da macht jemand Yoga oder etwas Ähnliches. Warum? Nun, das gibt es nicht nur in Parks, sondern mittlerweile auch in vielen Hotels oder Fitnesscentern. Und es gehört schon fast zum guten Ton, diese Angebote zwischen Wellness und Spiritualität. Sie werden nicht nur von eingefleischten Esoterik-Fans gesucht, sondern
Die Interessenten, die reichen von der Friseuse bis zum Spitzenmanager. Vielleicht gehören sie ja auch dazu. Was suchen diese Menschen? Die Antworten sind so verschieden wie die Menschen. Manche meinen, dass es ihrem Körper einfach gut tut, mal zur Ruhe zu kommen und sich zu konzentrieren, ganz bei sich selbst zu sein. Andere suchen nach einem Frieden, der größer ist als sie selbst, nach Ausgeglichenheit und innerer Ruhe. Irgendwie haben viele das Gefühl, dass es da noch etwas anderes gibt als diese hektische Betriebsamkeit und die vielen vorbeiflimmernden Bilder. Das glaube ich auch. Wenngleich wir Menschen inzwischen dahin gekommen sind, dass wir mehr auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen als auf übernatürliche Kräfte. Wir zeigen das sogar mit unseren Bauten. Früher waren Kirchen die höchsten Gebäude in der Stadt. Der Kirchturm überragte alles und bildete gewissermaßen den Mittelpunkt. Die Zeiten haben wir offenbar hinter uns, denn heute beherrschen Banktürme das Bild. Vielleicht am augenfälligsten hier in New York. Die riesigen Hochhäuser der Finanzwelt überragen das kleine Kirchlein, das wie ein Symbol aus vergangener Zeit fast museal seinen Platz gerettet hat. So ein Kirchenraum kann allerdings auch heute noch wie eine Oase mitten in der tobenden Großstadt sein, wo Menschen Stille und Einkehr finden. Andererseits haben die großen Kirchenbauten der vergangenen Jahrhunderte manchmal auch einen falschen Eindruck erweckt. Die Leute meinten, dass der Kontakt zu Gott im Gebet nur hier geschieht, in frommer Versenkung mit Kerzen und Weihrauch. Dabei bindet sich Gott an keine Orte. Nirgendwo in der Bibel ist ein Ort an sich heilig, sondern er wird es, wenn Gott da ist. Und darum ist eben plötzlich auch ein Stück Sand in der Wüste vorübergehend ein heiliger Ort, weil Gott dort Mose trifft. Dieses Stück Sand kann auch da sein, wo Sie gerade sind. Wobei man sagen muss, dass Menschen im Blick auf Spiritualität eine sehr breite Auffassung haben. Im Jahre 2006 erschien das Buch Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Es wurde rund 6 Millionen Mal verkauft. Im Jahre 2010 kam dann die Verfilmung mit Julia Roberts in die Kinos und hat zu einem Besucherboom westlicher Ausländer in diesem kleinen Städtchen in Bali geführt, wo der Film gedreht wurde. Dort werden einem die Handlinien gelesen wie auf dem Jahrmarkt und interessierte Besucherinnen bekommen noch ein paar Kräuter und gute Wünsche mit auf den Weg. Das war's. Die Story wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn da nicht ein großes Bedürfnis wäre. Denn Julia Roberts ist zwar eine sehr prominente Schauspielerin, aber es ist durchaus nicht die Regel, dass dann ganze Heerscharen von Pilgerinnen an die Orte reisen, wo sie einen Film gedreht hat. Auch in Deutschland ist das Interesse an spirituellen Themen nicht gering. Sonst könnte ein TV-Sender, der sich hauptsächlich mit Hellsehen, Kartenlegen und Pendeln befasst, nicht fast 70 Millionen Jahresumsatz machen. Die Frage ist, ob die Leute an der richtigen Stelle nach Antworten suchen und was die möglichen Folgen sind. Vielleicht sind Sie auch schon in der Lage gewesen, dass Sie wissen wollten, wie das Leben weitergehen soll oder dringend Hilfe brauchten. Außerdem sind wir soziale Wesen, die viele Dinge im Dialog mit anderen entscheiden. Wir brauchen das Du. Neulich saß ich in entspannter Runde am Mittagstisch, als eine junge Frau davon erzählte, dass sie eine Bestellung ans Universum abgeschickt hätte. Auf die erstaunte Rückfrage erklärte sie, dass man ganz fest daran glauben müsste und keinem Menschen davon sagen dürfte. Tja, und wer erfüllt deine Bestellung ans Universum? Das, so meinte sie, sei doch völlig egal, solange denn erfüllt würde, was sie sich gewünscht hat. Da hätte ich doch einen besseren Vorschlag, einen viel persönlicheren, einen, der vielfach erprobt und sogar schon wissenschaftlich bestätigt wurde.
das Beten. Auch wenn wir den Begriff gut kennen, bleibt letztendlich doch etwas Geheimnisvolles dabei, denn wir können es nicht wie eine Maschine benutzen. Viele Menschen haben ausgesprochen gute Erfahrungen damit gemacht, mit dem Beten, ich auch. Aber viele haben auch ein falsches Bild davon und darum halte ich es für wichtig, einmal davon zu sprechen. Zunächst mal ist Beten keine Pflicht. Genauso wenig wie ein Gespräch zwischen Freunden eine Pflicht ist. Aber wenn Sie eine gute Freundin oder einen guten Freund haben, dann gehört ein angeregtes Gespräch zum Natürlichsten von der Welt. Damit haben wir schon eine Seite, die das Beten weit über alle Konzentrationsübungen hinaushebt. Denn ich bleibe nicht mehr bei mir und konzentriere mich auf mich, sondern da ist ein großes Du, ein echtes Gegenüber, das auf mich wartet und mir Gutes geben kann. Und wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich mit einem echten Gegenüber einfach besser dran. Ich brauche weder Kerze noch Räucherstäbchen, sondern ich kann jederzeit den Kontakt suchen, die Stille finden und auf Antwort warten. Gibt es denn eine Antwort? Und wie soll ich mir das konkret vorstellen? Im Grunde ist ein Gebet nichts anderes als ein Gespräch mit dem Wesen, dem das All gehört und das das Leben eines jeden kennt. Eine Dame erzählte mir, dass sie extra eine Reise nach Süditalien unternommen hat, um ihren Guru zu sehen, der dort ein Anwesen hat. Als sie dann nach langer Reise endlich vor dem Tor des Luxusareals stand, teilte ihr ein Angestellter mit, dass der Guru leider gerade nicht da sei. Er sei auf einer Astralreise. Das heißt, spirituell außerhalb seines Körpers unterwegs. Tja, wer es glaubt, kann man nichts machen. So fuhr sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Wenn wir uns an den Herrn allen Lebens, den Gott Himmels und der Erde wenden, dann müssen wir nie damit rechnen, dass er gerade nicht da ist. Keine kostenpflichtige Warteschleife, im Gegenteil. Mal ganz schlicht, ganz kindlich erklärt, bedeutet das: Ich darf mich gewissermaßen im Audienzsaal des Weltalls vor alle Engel drängeln und sagen: Lieber Gott, ich habe ein Anliegen. Und Gott erhört Gebet. Solche Erlebnisse, die trägt man meist nicht auf dem Tablett vor sich her. Für Außenstehende sehen sie manchmal auch nur wie merkwürdige Zufälle aus. Genauer betrachtet haben wir es beim Beten mit einer Konstante und einer Variablen zu tun. Die Konstante: Gott hört immer und ist dabei. Die Frage ist, und das ist die Variable, ob wir zu ihm sprechen und wir ihm zuhören. Da heißt es zum Beispiel in einem Psalm, der vor ca. 3000 Jahren verfasst wurde: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Eine ermutigende Einladung für jeden. Aber Gebet ist nicht nur ein Strohhalm für den Notfall, sondern zwischen Gott und uns kann es, wie schon erwähnt, wie mit einem Freund sein. Wobei ich nicht an die Art Facebook-Freunde denke, die man zuhauf haben kann. Es gibt Freunde, die bleiben, solange alles gut geht. Und solche, die da sind, wenn man sie wirklich braucht. Einen echten Freund besuchen wir nicht nur, wenn wir etwas brauchen. Weil wir ihn mögen, halten wir den Kontakt. Nicht aus Berechnung, sondern aus Zuneigung. Das ist die Ebene, die sich Gott von uns wünscht. Dann wird das Verhältnis wie in einer guten Ehe. Je besser man sich kennt, umso inniger die Beziehung, umso mehr versteht man sich und umso weniger möchte man sich missen. Für manche Menschen ist es eine völlig neue Erfahrung, sich voller Vertrauen an Gott zu wenden, so wie ein Kind sich vertrauensvoll und in großer Selbstverständlichkeit an die Eltern wendet. Damit sind nicht die Kinder gemeint, die ihre Mutter im Supermarkt terrorisieren. Nein, mir geht es um dieses stille Vertrauen, dass Gott unser Leben sieht und die Dinge recht machen wird. Es gibt gute Gründe, warum Jesus sagte,
dass das Himmelreich aus Leuten besteht, die wie Kinder sind. Was meint er? Kleine Kinder denken keine Minute darüber nach, wo das nächste Essen herkommt. Sie schauen ihren Eltern mit großen, gläubigen Augen ins Gesicht, als ob sie sagen wollten, du kannst alles. Der kleine Junge, der schaut seinem Vater zu, wie der eine schwere Kiste hebt oder das Waschbecken repariert, Auto fährt. Und er glaubt, was auch immer geschieht, mein Papi kriegt es hin. Und die Mutter kann für ein kleines Mädchen und der Inbegriff alles Guten, Freundlichen und Echten sein. Sie kann alles, versteht alles, erklärt alles. Für Kinder können Vater und Mutter alle Hürden des Lebens beseitigen, das Unerklärliche erklären und das Unbesiegbare besiegen. Kleine Kinder sind sehr zuversichtlich, dass alles gut wird, denn sie glauben, dass ihre Eltern alles unter Kontrolle haben. Wir Eltern wissen natürlich um unsere Grenzen. Aber das Beispiel der Kinder soll an dieses tiefgehende Vertrauen erinnern, das wir nach oben haben dürfen. Paulus konnte auf der Basis von Glaube und Erfahrung sagen, dass letztlich alle Dinge zum Besten dienen, wenn man wirklich Gott vertraut und sein Leben bewusst unter Gottes Leitung stellt. Das heißt nicht, dass es alles so wird, wie wir erwarten oder wie wir es mögen oder erträumen. Das heißt nur, dass, wenn wir Gott lieben, uns alle Dinge zum Besten dienen werden. Eines Tages fügen sich die scheinbar zusammenhanglosen Puzzlestücke des Lebens in Harmonie zusammen. Selbst aus Bösem kann noch Gutes werden. Darum, wenn Sie in Not sind, beten Sie. Wenn Sie mit einer schlechten Gewohnheit fertig werden wollen, beten Sie. Wenn Sie vor schwierigen Entscheidungen stehen, beten Sie. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Himmel über Ihnen zusammenstürzt, beten Sie. Und wenn Sie einen total glücklichen Tag hatten und alles ganz toll lief, beten Sie. Denn genau das würden Sie doch auch mit einem Freund machen. Natürlich interessiert es ihn, wie es heute lief. Dazu ist man doch Freund, dass man Dinge teilt. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, dann sagen Sie das dem Freund im Himmel auch. Vergib mir, lieber Gott, ich hab's wieder vermasselt. Ich wollte meinem Sohn gegenüber nicht ausrasten. Ich hatte es mir fest vorgenommen. Bitte hilf mir, dass ich es schaffe, mich wenigstens bei ihm zu entschuldigen. Oder hilf mir, Gott, ich sitze seit Stunden über dieser Buchhaltung, aber sie geht einfach nicht auf. Bitte zeig mir, wo ich den Fehler gemacht habe. Oder, oh Gott, ich bin es nicht wert, mit dir zu reden. Ich habe meinen Körper mit diesen Drogen zerstört. Ich habe das Leben derer zerstört, die mich lieben. Ach Gott, ich brauche Hilfe. Bitte hilf mir. Oder, Herr, ich habe gerade den wichtigsten Vertrag meines Lebens unterzeichnet. Jetzt muss ich ihn auch erfüllen. Du bist alles, was ich habe. Ich bitte dich, mich zu führen, damit ich das auch gut hinkriege. Allerdings hat Gott auf einen Unterschied geachtet. Die Konsequenzen, die wir durch unsere Arbeit verursachen, die sind sozusagen ein für alle Mal von Gott garantiert und darum unausweichlich. Wir haben sogar die Freiheit, uns durch sie Schaden zuzufügen, wenn wir das wollen. Doch die Konsequenzen, die wir durch unser Beten hervorrufen, die sind anders. Gott hat sich das letzte Wort vorbehalten. Hätte er es nicht getan, dann wäre das Gebet eine viel zu gefährliche Tätigkeit für uns Menschen. So sagte das C.S. Lewis. Stellen Sie sich ja mal vor, was passieren würde, wenn wirklich immer genau das geschähe, worum Menschen beten. Da will ich mal von der Entstellung von Gebet, die es in der Geschichte auch gab, wo Priester Waffen segneten und beide Kriegsparteien beim selben Gott um den Sieg baten, gar nicht reden. Die amerikanische Autorin Ellen White sagte einmal, Gott ist zu weise, um Fehler zu begehen und zu gut, als dass er dem Aufrichtigen etwas vorenthält, was zu dessen Bestem dient. Ein wahres Wort. Wenn Sie beten kennen, dann habe ich Sie heute hoffentlich ermutigt, damit weiterzumachen. Und wenn Gebet für Sie fremd oder ungewohnt sein sollte, dann versuchen Sie es doch mal.
Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, dann hoffe ich, dass Sie in Ihrer Umgebung jemanden haben, der Ihnen das zeigen kann. Und wenn nicht, dann versuchen Sie es auf eigene Faust. Sie brauchen möglichst einen ruhigen Ort. Das kann eine Parkbank sein oder das Schlafzimmer. Und dann, tja, stellen Sie sich einfach kurz vor. Lieber Gott, ich bin Matthias Müller. Ich hatte mit dir bisher nichts zu tun, aber der Mann im Fernsehen hat gesagt, dass ich mich trotzdem bei dir melden kann. Ich bin da jetzt etwas unsicher, aber ich hätte folgendes Anliegen. Könntest du mir irgendwie klar machen, ob es dich wirklich gibt? Oder ich bin echt in Not, lieber Gott, weil... Und dann schildern sie ihm ihre Not. Meistens sagt man am Schluss Amen, muss man aber nicht. Und das reicht für den Anfang. Bleiben Sie dran. Richten Sie sich eine kleine tägliche Gebetsinsel ein. Nur Sie und Gott. Denn da bin ich ganz sicher. Wir werden bestimmt in der Rückschau auf unser Leben nicht sagen, ach, hätte ich doch mehr Fernsehen geguckt. Aber es könnte gut sein, dass wir uns an den Kopf fassen und fragen, warum wir nicht mehr gebetet haben. Liebe Zuschauer, wir werden jetzt an die Gedanken vom Film und der Reflexion anknüpfen und sie hier in der Talkrunde vertiefen. Heute darf ich wieder drei Gäste begrüßen. Katrin Santi, Sie sind Erzieherin, arbeiten mit kleinen Kindern, 1 bis 3 Jahren. Ihr Beruf hat sich schon mal ganz weit weggebracht. Ihr Wissensdurst bezüglich Erziehung bis nach Ecuador. Und neben Kindern lieben Sie auch noch Schokolade, wie Sie uns verraten haben. Viel davon. Essen Sie es, wenn das Gebet Sie nicht mehr weiterbringt, oder? Naja, so genau kann man das nicht sagen. Ich esse es einfach gerne und meistens davor und dann fällt mir ein, ach, ich kann ja auch beten. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Harald Weigt, Sie haben über 45 Jahre lang mit Menschen gearbeitet, als Pastor, als Seelsorger und sind in dieser Zeit oft schon mit Menschen an Punkten gekommen, in Situationen, wo Gebet zu echten Hilfe wurde. Herzlich willkommen. Matthias, danke dir für deine Gedanken in der Reflexion. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Matthias, kannst du dich an dein erstes Gebet erinnern? Ziemlich dramatisches. Dramatisch? Ja, es liegt lange zurück. Ich meine, ich bin ungefähr 4 Jahre alt gewesen und sehe mich da noch mit bebenden Herzen auf dem Sofa liegen, nicht wissend wohin, Sofa dann wieder woanders, weil unten klingelte die Polizei und ich wusste, sie klingelt wegen mir. Und, als Vierjähriger schon, Matthias. Ja, ich habe bei Zeiten bin ich mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ja. Hast du was angestellt oder? Ja. Was hast du gemacht? Muss ich das jetzt so? Okay, nee. Ich hab vorhin auch nicht erzählt, was ich mit dem Kellner gemacht habe. Harald, warum beten Sie? Ja, um meine Motivation zu erklären. Ein kleines Beispiel: Während ich hier spreche, können meine Worte von allen verstanden werden. Ist ja auch ganz einfach. Der Schall wird gebündelt durch das Ohr hier, wird dann zum Trommelfell geleitet. Das Trommelfell fängt an zu vibrieren. Dann sind 3 kleine Knöchelchen im Mittelohr, Hammer, Amboss, Steigbügel. Und diese Schwingungen werden weitergegeben bis zum Innenohr hin. Eigentlich eine Sache, die jeder so erklären kann. Aber wenn man genau hinschaut und sich da mal ein bisschen schlau liest, dann hört man, dass diese Verbindung der Knöchelchen so fantastisch gut ist,
dass die Bewegung 22 Mal verstärkt wird. In dieser kleinen Paukenhöhle, die ist ja nur 3 bis 6 Millimeter im Umfang. 4 Tropfen Wasser könnten diese Paukenhöhle füllen. Ist also sehr, sehr klein. Und diese Knochen da drin sind wirklich winzig. Und dieser Steigbügel, der 3. Knochen, ist der kleinste Knochen, den wir im Körper haben. Nur 4 Millimeter hoch, 1,4 Millimeter dick. Und dieser kleine Knochen, der ist mit einem Muskel verbunden, dem Musculus stapedius. Wow, der ist der kleinste Muskel, der quer gestreift ist, 7 Millimeter lang. Und der hat eine Funktion wie eine Notbremse. Wenn also hier ein Schuss fällt am Ohr, dann ist der Schalldruck zu groß. Und dieser kleine Muskel zieht sich zusammen und unterbricht die Weitergabe der Schallwellen, damit das innere Ohr geschützt wird. Das halte ich für so ein ganz großartiges Konzept. Das Mittelohr ist dann auch verbunden durch die eustachische Röhre mit dem Nasenrachenraum, sodass der Ausgleich möglich ist. Sonst könnten wir also gar nicht ohne Schmerzen hören. Da ist ein Konzept dahinter. Ja. Und deswegen beten Sie? Ja, und deshalb bete ich, weil es einen Schöpfer gibt. Ich bete diesen Schöpfer an, ich bewundere ihn. Das heißt, ich habe mir gerade eingefallen, dass ich in der 8. Klasse ein Referat über das Ohr gehalten habe, über auch dieses Mittelohr, aber ich habe alles vergessen. Ja. Aber jetzt wurde ich gerade nochmal so zurückversetzt in den Biologieunterricht und merkte, was ich jetzt eigentlich schon alles so damals vergessen habe. Aber wenn Sie von diesem Schöpfer sprechen, ja, unser Ohr ist fantastisch gebaut. Als Menschen sind wir fantastisch gebaut. Die Erde ist fantastisch. Aber führt mich das denn zum Gebet? Ja, aber ganz sicher. Inwiefern? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Richard Dawkins recht hat, dass durch Selektion und Notwendigkeit, wie er meint, sowas entsteht. Ja, ich sehe den Schöpfer, den Denker, den Planer dahinter und bin voller Ehrfurcht erfüllt, voller Bewunderung, dass es ein solches Wesen gibt. Das ist so meine Grundmotivation zu beten. Katrin, beten Sie auch deswegen, ja, weil das die kleine Mittelohr, kleine Knochen, ich habe schon wieder vergessen. Das ist ja nur ein Beispiel von sehr vielen anderen. Unfassbar, dabei liegt es gar nicht so weit zurück wie die 8. Klasse. Warum beten Sie? Ich bete am Anfang aus Gewohnheit, wie ich angefangen habe zu glauben, weil ich das so beigebracht bekommen habe und weil man das einfach tut als Christ. Mittlerweile bete ich, weil es Bestandteil der Beziehung zu Gott geworden ist. Und wie ist das passiert oder was ist da geschehen, dass es das aus der Gewohnheit jetzt ein Bestandteil wurde? Ja, die Erfahrung kam sicher dazu. Sicherlich auch die Erfahrung und die Überzeugung, dass da wirklich jemand ist, der mir zuhört und der Interesse auch an mir hat und gerne zuhört. Das heißt nicht, dass er alle meine Wünsche erfüllt. Ich gebe durchaus mal hin und wieder eine Bestellung nach oben ab. Aber mit dem Wissen, dass er entscheidet, ob das gut ist für mich oder nicht. Und ich übe mich darin, das zu akzeptieren, wie er das dann entscheidet. Und meistens freue ich mich sehr, weil er mir auch unerwartete Geschenke überreicht. Dankeschön. Matthias, du sagst in deiner Reflexion, Gebet ist keine Pflicht. Dennoch, wenn man so mit Menschen spricht, hat man das Gefühl, dass viele Menschen, auch gläubige Menschen, das eher als Pflicht erleben. Oder zumindest fällt es einem nicht so leicht. Sagen wir mal, Süßigkeiten isst man lieber wie beten. Warum ist es nicht umgekehrt? Salopp gesagt würde ich sagen, selber schuld. Aber ernsthaft, das mag natürlich an der Geschichte liegen. Es gibt Traditionen, auch in der Christenheit, wo eben manche Dinge, haben wir eben schon ein bisschen gehört, beigebracht werden. So muss es eben sein und dann bleibt sie halt eine Pflicht. Ich glaube, der springende Punkt ist in dem Moment, wo jemand merkt, dass es nicht, ich begegne keiner Maschine, sondern ich begegne einem Du, so wie ich es auch versucht habe zu sagen. Und in dieser persönlichen Beziehung, da liegt eigentlich das Geheimnis. Und dann kann es sich sehr gut von der Pflicht lösen zu einem gerne ausgeübten Verfahren oder Lebensstil. Harald, Sie haben mit Menschen zu tun gehabt, als Pastor, als Seelsorger. Wie wirkt sich denn Gebet aus? Was macht es mit Menschen? Ja. Bei den Menschen, die glauben, gibt es inneren Frieden, gibt es das Gefühl der Geborgenheit, gibt es die Gewissheit, da hört einer
Und wenn er auch nicht immer so erhört, wie man selber meint, macht man die Erfahrung, dass er oft besser erhört, als man es gebeten hat und gewollt hat. Man sieht das im Nachhinein. Also das Gebet, kann manchmal dauern, das Nachhinein. Das kann manchmal dauern. Manchmal ein paar Tage nur, aber manchmal auch Jahre. Mhm. Ja, aber da ist eben dieses Vertrauen da, von dem Sie ja auch gesprochen haben. Ja, und wie haben Sie jetzt so diesen Blick im Nachhinein? Fiel es Ihnen leicht, diese Zeiten auszuhalten, wo es eben dauert und keine Antwort kommt? Also das fällt nicht so sehr leicht, wenn man so ganz am Anfang steht. Aber wenn man Übungen hat, mit dem Vater zu sprechen und ihm wirklich vertraut, dann legt man das in Gottes Hand und sagt, Herr, du weißt es besser als ich und ich vertraue dir, dass du zu deinem Zeitpunkt die Antwort gibst. Also ich muss sagen, mir fällt es auch dann nicht immer so leicht, weil es hängt auch ein bisschen von der Bedeutung, sagen wir mal, der Anliegen ab. Wenn sehr viel dranhängt, dann fühle ich mich auch schon manchmal an die Grenzen gebracht und denke, lieber Gott. Was machst du in solchen Augenblicken? Es hängt jetzt so viel davon ab. Na gut, viel machen kann man ja nicht, weil wenn ich es in der Hand hätte, könnte ich es ja selber lösen. Ich muss mich dann einfach erinnern und sagen, gut, es wird ein größerer Plan dahinter stehen oder ich muss einfach warten. Ich habe es ja dann auch immer mal wieder erlebt, dass das Warten sinnvoll ist und dann doch zu einem Zeitpunkt eine Lösung kommt, wo ich dann denke, okay, jetzt ist sie da. Aber ich merke eben, dass es manchmal auch eine ganz schöne Herausforderung ist, dieses Warten. Ich kann das nicht sehr leicht wegtun. Katrin, haben Sie es erlebt, dass Gott Gebet erhört hat? Ja, schon oft. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Ganz unterschiedliche. Oft ist es gar nicht spektakulär. Mir ging es mal nicht so gut und ich ging in den Wald spazieren und wollte alleine sein, weil ich gerade eine Zeit hatte mit sehr vielen Menschen um mich rum. Und dann wollte ich plötzlich nicht mehr alleine sein und habe mir gewünscht, dass ein Tier vorbeikommt. Und es war aber Winter und die meisten Tiere hatten halt Winterruhe. Und dann dachte ich, ach, Spechte haben keine Schlafphase. Und ich hatte gedanklich gerade das Wort Specht zu Ende gesprochen und da hörte ich schon das Klopfen von dem Specht. Und ich hob meinen Blick und da war dann der Specht am Baum und ich konnte ihn beobachten. Und in dem Verlauf des Spaziergangs, das war ein längerer Spaziergang von mehreren Stunden, habe ich insgesamt 4 Spechte gesehen. Nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Ja, auch gesehen. Und ich bin in den Alpen groß geworden. Ich weiß, dass es normalerweise nicht so einfach ist, einen Specht zu sehen. Und den 4. Specht hatte ich mir ganz ausdrücklich gewünscht und hatte gesagt, Gott, wenn ich jetzt noch einen Specht sehe, einen ganz kleinen, weil ich hatte einen großen und einen mittleren gesehen, 2 mittlere, dann weiß ich, dass du da bist. Und auch wenn ich nicht verstehe, warum die Situation so angespannt bei mir im Leben ist, weiß ich, dass du dich drum kümmerst und dass du mich lieb hast. Und ich habe den kleinen Specht gesehen und das war umwerfend. Ich hatte, an meiner Situation hatte sich eigentlich noch gar nichts geändert. Ich war genauso unverständlich wie vorher. Ich wusste nur ganz sicher, Gott ist dabei und er liebt mich und er hält die Fäden zusammen. Und es ist kein Fehler, was gerade passiert. Wow. Ja. Matthias, was ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, Mei, was sollen Spechte so machen? Die sind halt auch im Wald und Menschen gehen da auch spazieren und Spechte klopfen an Bäumen. Und da große Spechte, kleine manchmal Spechte. Kleine, manchmal große, sind halt jetzt halt ein Spechttag. Was sagst du dann da drauf? Ja, sei es so. Für Katrin war es offensichtlich kein Spechttag und für einen anderen ist es das. Also man kann oft die Dinge nicht so messen, wiegen und darstellen, dass es für den anderen zwingend der Beweis ist, was wir jetzt gerade gehört haben, ist tatsächlich, es ist schön, toll und ich glaube auch, dass es für jemanden innerlich ganz tief anrührt, aber für einen anderen Nebenstehenden sagt, ja, wer weiß, es wären vielleicht noch 2 Spechte gekommen an dem Tag und am nächsten vielleicht keine. Zufall. Das mag so sein. Also ich denke, man kann es nicht wirklich festnageln und sagen, das ist zwingend. Mhm. Es mag solche Beispiele geben, ich will es nicht ausschließen, aber meine Beobachtung ist auch, dass das, was für mich jetzt sehr sprechend ist, für den Menschen neben mir, es nicht unbedingt sein muss. Ja, das stimmt. Das ist selten so, dass man das beweisen kann. Aber wenn man es erlebt, dann freut man sich, auch wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass das jetzt... Also für Sie selber war es eine Gewissheit? Sie haben diese Gewissheit gespürt. Ich, in der Situation, wo ich mich jetzt befinde, hat Gott
mir ein Zeichen oder durch diese Spechte zu mir gesprochen und mir Sicherheit gegeben. Genau. Also Gebet hat nicht nur mit dem Kopf zu tun, sondern mit dem ganzen menschlichen Wesen, auch mit dieser inneren Gewissheit. Ja, Gott sieht mich, er hört mich, er kommt mir liebevoll entgegen, sodass man nicht nur sagen kann, Spechtag und man kann das alles erklären, sondern da ist eine innere große Wärme, die man auch empfindet, diesem Vater gegenüber. Sie erwähnen jetzt zum zweiten Mal so das Wort Vater. Ist das etwas Natürliches, dass man Gott als Vater erlebt? Also natürlich möchte ich nicht sagen, denn wer weiß, wie der Vater erlebt wurde bei dem einen oder anderen. Aber Jesus hat gesagt, wir dürfen Vater sagen. Vater unser, der du bist im Himmel. Das ist ja so das, sagen wir mal, das Gebet der Christenheit. Ja. Also die Nachfolger Jesu fragen Jesus, wie sollen wir beten? Genau. Und er sagt ihnen darauf dieses eigentlich schlichte, kurze, schlichte Gebet, über das ja Sie auch einen Glaubenskurs geschrieben haben. Mhm. Warum haben Sie sich dieses Gebet ausgesucht? Naja, es ist eben ein Mustergebet, das Jesus formuliert hat. Und es enthält eigentlich alles, was das Christentum so im Grund ausmacht. Was ist das? Dieses Jahr zum Beispiel Vater zu sagen. Ja, eine Motivation, dass ich bete, ist, diesen allmächtigen Schöpfer zu verehren. Aber die andere ist, dass ich ihn auch als Vater erkannt habe. In dem, was er uns offenbart in seinem Wort. Er hat unseren Verstand ja so geschaffen, dass wir ihn tatsächlich auch als Gott erkennen können. Mhm. Ja, Tiere können nicht beten. Mhm. Ja, wenn es auch eine Gottesanbeterin gibt unter den Fangschnecken, aber sie betet ja nicht wirklich. Aber wir Menschen, wir können das begreifen, dass es so ein höheres Wesen gibt, den wir Gott nennen. Und dieser große Gott begegnet uns als Vater im Evangelium. Nachdem Sie sich jetzt mit diesem Glaubenskurs beschäftigt haben, also mit dem Gebet aufgrund dieses Glaubenskurses, den Sie geschrieben haben, beschäftigt haben, haben Sie dann das Gebet anders danach gebetet? Tatsächlich, ich habe es anders gebetet. Ich habe mich auch monatelang damit beschäftigt, mit den einzelnen Bitten. Mhm. Darüber nachgedacht, was es bedeutet, dein Name werde geheiligt. Ich habe ja viele Beerdigungen gehalten und dann auch das Gebet mit all den Anwesenden gesprochen und mich manchmal gefragt, die es beten, wissen die, was das bedeutet? Dein Name werde geheiligt zum Beispiel oder dein Wille geschehe. Kennen die Menschen den Willen des Vaters für uns? Und ich habe mich damit beschäftigen dürfen und bete es heute viel bewusster, mit einem viel tieferen Inhalt, mit einer Verbindung zum Evangelium hin, dass ich selbst erfreut bin darüber, dass das Gebet mir so wichtig geworden ist. Denn ich habe es ja nicht wie in manchen Kirchen, also 10-mal hintereinander gebetet, sondern eben so ganz bewusst und ich habe wirklich ein anderes Verhältnis dazu bekommen. Dankeschön. Matthias, du sprichst davon, dass es wichtig ist, dass es dieses Du gibt, dieses Gegenüber. Wäre es nicht leichter, wenn man wirklich Bestellungen an das Universum abgeben würde, das Paket würde kommen und gut ist? Also da müsste man sich nicht mit jemandem auseinandersetzen. Ja, sag mal, ich kann verstehen, dass jemand zunächst mal so denkt. Allerdings denke ich jetzt so an eine meiner letzten Erfahrungen mit Fahrkartenautomaten bei der Deutschen Bahn zurück und habe so gedacht, wie schön wäre es, wenn hier ein Mensch wäre, der mir jetzt hier mal eine Fahrkarte verkauft, als dass ich mich da endlos durch die Menüs wühlen muss. Also ich finde, es hat einfach sehr viel mehr Persönlichkeit, Dimension, Tiefe, Wärme, Annahme. Das ist nicht nur Einbildung, wenn ich da einem Du gegenübertrete. Und das, was wir von Katrin gehört haben, Spechtag jetzt mal in Anführungszeichen, das höre ich ja immer wieder von Leuten. Das ist ja nicht eine vereinzelte Erfahrung, sondern da ist wirklich das Empfinden da. Da ist nicht nur eine anonyme Antwort, sondern da ist ein Du, was auf mich eingeht. Aber ist es nicht leichter zu ertragen, wenn ein anonymer Automat einem die Fahrkarte nicht ausspuckt und nicht ein liebender Vater? Ich meine, was passiert, wenn es schief geht? Ich bete für einen Arbeitsplatz, um einen Studienplatz, um meinen Partner und dann geht es schief. Ja, was ändert sich, wenn es schief geht, ob ich es vom Automaten bekomme oder da? Es ist schief gegangen. Dennoch habe ich immer noch jemanden, dem ich sagen kann und wo ich auch meinen Frust, meine Enttäuschung landen kann und sagen, bitteschön, lieber Gott, ich komme nicht klar, es wurmt mich, ich meinte, es müsse anders sein. Warum ist es so? Mit dem Automaten kann ich das nicht.
Und da habe ich immer noch das Vertrauen, dass da der größere Plan dahinter ist. Ich denke, das ist auch wichtig bei dem Ganzen zu sehen, dass man dieses Vertrauen sich bewahren kann und sagen kann, lieber Gott, ich vertraue dir, dass es letztendlich Sinn macht, was hier passiert. Wir haben vorhin schon gesagt, man sieht es manchmal nicht auf der kurzen Sicht, wo da dicke, dicke Fragezeichen, vermute auch im Leben mancher Zuschauer da sind. Aber ich denke, es gibt auch andere Leute, die im längeren Rückblick sagen können, wenn ich das heute so sehe, sage ich, es war damals kurz gedacht. Katrin, Matthias spricht in seiner Reflexion von diesem kleinen Kind, das die Mutter an der Supermarktkasse terrorisiert mit seinen Wünschen. Was denken Sie, kann man Gott belasten mit seinen Bitten? Dass er irgendwann auch genervt ist, so wie diese Mutter, die sich sagt, oh nein, okay, dann gebe ich dir eben den Kaugummi, aber lass mich in Ruhe. Man kann es nicht so weit treiben, dass Gott wirklich belastet ist, das glaube ich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass er sich wünscht, dass wir zu ihm kommen und wie so ein Kind schreien und stampfen und sagen, ich will, ich will, ich will. Weil das macht die Beziehung aus, sie ist lebendig, die ist authentisch und das wünscht er sich von uns, dass wir zu ihm kommen wie Kinder und sagen, was uns auf dem Herzen brennt. Und er ist größer, als unser Frust je sein kann und das hält er locker aus. Das hält er aus. Harald, was denken Sie, was bringt denn Gott das Gebet? Hat er was davon? Also das meiste habe ich natürlich als Beter davon. Ich habe eine Zeit erlebt als junger Mensch, da habe ich gedacht, wenn Gott die Liebe ist und sowieso alles weiß, wie Jesus gesagt hat, dann werde ich mal nicht beten, denn wenn er mich liebt, dann macht er das sowieso, was das Beste für mich ist. Mhm. Ich habe eine Zeit lang nicht gebetet, ja, bis ich begriffen habe, das Gebet macht was mit mir, bringt mich Gott näher, öffnet mich ihm, stellt die Verbindung her, sodass er auch in meinen Gedanken wirken kann. Also ich denke, das meiste habe ich davon. Aber Gott sieht auch, dass ich ihm vertraue. Und also macht das dann was mit ihm? Freut es ihn? Also ich denke schon, dass er... Ja, nun, es freut ihn. Es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn ein Mensch erkennt, dass er falsch gehandelt hat und er sagt, bitte Herr, vergib mir, dann wird nach dem, was Jesus da gesagt hat, Freude sein. Ja, ich glaube das. Ich glaube, da ist er ganz so wie menschliche Eltern auf Erden. Wenn ein Kind kommt und irgendwas erzählt, dann freut man sich auch. Und wenn man ein Lächeln geschenkt bekommt oder eine Umarmung, freut man sich einfach. Ausdruck des Vertrauens, ne? Genau. Nun, dann danke ich Ihnen für das Gespräch, für die persönlichen Erfahrungen, die Sie erzählt haben. Liebe Zuschauer, wenn man über Beten spricht, dann regen sich bei Menschen die verschiedensten Gedanken, vielleicht auch Vorurteile. Der eine denkt an auswendig gelernte Kindergebete, der andere sieht in Gedanken Mönche in Klosterhallen vor sich und mancher hat persönliche Erfahrungen damit gemacht. Ihre Einträge auf der Webseite von Glauben einfach bestätigen die Vermutung, dass für Menschen Not und Gebet in engem Zusammenhang stehen. Ich will das auch nicht schlecht machen. Gott lädt ja selbst in der Bibel dazu ein, dass man sich in der Not an ihn wenden soll. Aber das ist nicht alles. Ich habe es in meiner Tätigkeit als Pastor immer wieder erlebt, wie Menschen in ihrem innersten Wesen berührt waren, wenn ich mit ihnen gebetet habe. Da ist einfach noch etwas anderes als die Dinge, die wir messen und wiegen können. Es ist so, als ob wir uns mit der Quelle unseres Daseins verbinden, in Dankbarkeit, in Anerkennung, in Freude und in Not. Wissen Sie, es gibt vorformulierte Gebete und manchmal ist das eine große Hilfe, wenn einem selbst die Worte fehlen.
Aber oft ist es auch sehr gut, wenn man einfach sagt, wie es einem ums Herz ist. Ganz ungezwungen und frei. Und ich kann Ihnen heute nur Mut machen, das zu versuchen und es nicht bei sporadischen Gebeten zu belassen. In manchen Familien rufen sich die Angehörigen regelmäßig an. Seit es sogenannte Flatrates gibt, ist das auch kein Kostenproblem mehr. Die Leitung nach oben ist schon immer kostenlos gewesen. Sie bleibt es auch und ich möchte sie auch heute nutzen. Ich möchte für alle beten, die nicht beten können, was auch immer der Grund ist. Und für alle, die sich mit Zweifeln herumplagen, ob denn das überhaupt stimmen kann mit dem Glauben, dem Gebet und so. Und für alle, die schon einmal wussten, dass Gebet gut ist und doch den Faden abreißen ließen. Lieber Gott, wir wissen, dass du uns hörst. Und ich möchte dich jetzt für alle bitten, die über diese Schwelle so schwer kommen und sich nicht trauen, was zu sagen. Mach ihnen Mut und hilf, dass sie sich trauen, um erste Erfahrungen mit dir zu machen. Sei mit denen, die vielleicht unsicher und enttäuscht sind und nicht wissen, ob das überhaupt Sinn hat. Schenk ihnen Antwort. Und sei auch mit denen, denen es ausnehmend gut geht und die meinen, sie bräuchten dich nicht. Erinnere sie daran, dass du ihr Begleiter bist. Ich danke dir, dass wir im Vertrauen zu dir kommen dürfen. Und sei auch deswegen besonders mit denen, denen jedes Wort im Halse stecken bleibt, weil das Leben so schwer für sie geworden ist. Nimm dich ihrer an und lass sie spüren, dass du da bist, neben ihnen bist. Danke für deine Freundlichkeit und Güte. Amen. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen, Ihre Kommentare zur Sendung und Ihre Antworten auf die Umfragen. Und wir sind schon gespannt auf Ihre Texte, Fotos oder kleine Videos zum Thema Gebet oder einem der anderen Themen. Wenn Sie mehr über das Thema Gebet erfahren und sich tiefer mit dem Glauben auseinandersetzen wollen, dann will ich Sie nochmal auf den kostenlosen Glaubenskurs Das Vaterunser aufmerksam machen. Sie finden ihn auf der Webseite des Internationalen Bibelstudieninstituts. Dieser neunteilige Glaubenskurs bietet einen idealen Einstieg zum Glauben. Melden Sie sich einfach auf der Webseite an. Studienbegleiter werden gerne auf Ihre Fragen eingehen. Viel Freude beim Entdecken!